So, während sich die Letzten hier einfädeln, würde ich nochmal den Vorschlag oder einen anderen Vorschlag machen vom Ablauf her, dass wir bevor Jutta ihren... Jutta ihren Vortrag macht, würde ich sagen, wir machen vielleicht ganz kurz die Gelegenheit, wenn Sie wichtige Fragen haben, dass wir die jetzt ansprechen könnten, weil wir vielleicht zum Schluss, wenn wir Glück haben, eine Meditation machen und dann vielleicht ganz in der Energie einfach bleiben, ohne dann noch wieder in wilde Diskussionen zu gehen. Das heißt, ich möchte das gar nicht jetzt ausweiten, sonst geht das alles von unserer Zeit, aber für vielleicht eine Viertelstunde. Hat jemand an irgendeinen der Referenten eine Frage, egal ob dumm oder intelligent, es gibt nur dumme Antworten. Es gibt keine dummen Fragen. Bitte. Ja, mir geht es um die Entwicklung zum Jahre 2012 nochmal an die Dagmar. Hauptsächlich, weil das Thema angesprochen wurde. Also es ändert sich. Aber es ändert sich eben in dieser besagten Weite, dass es, ich sage mal, sensibel aufwärts geht, nur für die, die es jetzt bewusst wahrnehmen, auch tatsächlich wahrnehmbar wird. Wie ist das? Es gibt verschiedene in deiner Einschätzung, es gibt da verschiedene Theorien, dass sich aus auf jeden Fall verändert. Es ist die Frage, in positiver Weise heißt es. Also es wird sich positiv ändern. Gibt es da jetzt in dieser neuen Frequenzeinpendelung verschiedene Optionen, wie positiv das wird? Oder wird es auf jeden Fall in ein bestimmtes Niveau sich einpendeln? Und inwieweit sind die Menschen daran beteiligt und wie weit beeinflussen sie das? Ja. Frage. Danke für die Frage und im Grunde hast du die Antwort schon selber lanciert. Auf der nach oben offenen Richterskala an Positivität ist keine Grenze gesetzt und das Neue ist, dass wir diese Positivität oder diese Formen selber erschaffen. Das heißt, dass wir diejenigen sind, die diese neuen Möglichkeiten mit Inhalt erfüllen. Punkt. Also es ist eine Spielwiese sozusagen. Das Neue an dieser Geschichte ist das, dass wenn wir in die fünfte Dimension gehen, dann gehst du ganz individuell und persönlich. Und du wirst gar nicht merken, ob diese Dimension einen Namen hat oder nicht. Denn deine Frequenz verändert sich. Und dadurch, dass deine Frequenz sich verändert, weil du zu dir stehst, weil du die Energie aufnimmst, die auf die Erde kommt und dergleichen mehr, dadurch kommst du in eine andere Schwingung mit dir. Du wirst dann Gleichgesinnte treffen. Die anderen sind auch noch da, aber die tangieren dich nicht mehr. Vielleicht stellen sie dir Beinchen, so wie heute hier erlebt, und dergleichen mehr. Aber es tangiert dich nicht innerlich. Für mich persönlich, deshalb möchte ich das ergänzen, wenn ich darf, für mich persönlich ist es so, als ich mich damit beschäftigte, was ist denn die fünfte Dimension eigentlich, da haben sich meine Engel krümelig gelacht und haben gesagt, ihr seid doch schon längst drin. Das war für mich wie ein Schock, weil ich auf einmal feststellte dadurch, Mensch, wenn ich drin bin und jeden Morgen erschaffe ich wieder die dritte Dimension innerhalb der fünften, was ist denn das für ein Spiel, ja? Und dann haben sie mir gesagt, naja, gut, dass du es merkst, denn die fünfte Dimension, da können sich die Spiele der dritten nicht halten, sie müssen eingekapselt werden. Und diejenigen aber, die mit dieser Energie gehen, die und sich lösen von dem bisher Gelernten, von dem bisher Gesagten, von den bisherigen Diktaturen und dergleichen mehr, die kommen. Und das ist die Natur von uns Menschen, die kommen aufgrund ihrer Entwicklung und weil sie es sich verdient haben, in die Situation jetzt selbst schöpferisch tätig zu sein. Wir kommen also in die Energie hinein, aus der wir eigentlich kommen, nämlich Mitschöpfer zu sein am Gesamten. Und was das Allertollste ist, diese Schöpfung ist noch nicht definiert. Wir sind diejenigen, die, wenn sie in ihre eigene Schwingung gehen, in ihrer eigenen Kraft anfangen, etwas zu erschaffen, was es bisher noch nicht gab, weil es wird ja durch dich gemacht. Und das hat bisher noch kein anderer gemacht. Das ist ein Thema, das wollte ich vorhin jetzt nicht so in der Breite aussprechen, aber jetzt, wo du danach fragst, wir sind in der glücklichen Lage, in eine Situation zu gehen,
die eigentlich unsere ist, sie zu erobern und dadurch das vollständige Bewusstsein darüber zu erlangen, wer wir eigentlich sind, nämlich Mitschöpfer in der göttlichen Ordnung. Schöne Antworten. Nächste Frage. Die im Schatten sieht man nicht, aber die im Dunkeln sieht man nicht. Ich bin doch das Licht. Genau. Aufstehen, da ist das Licht. Gar nicht wahrgenommen. Du bist doch nicht so weit. Alle sprechen von 5 Dimensionen. Ich habe so oft von 13 gehört. Frage aus. An wen? An alle. Also ich denke, nach oben gibt es da keine Grenze, oder? Nein. Wer zählt sie, Jutta? Na, also es sind 13 Dimensionen, also Hauptdimensionen, und die sind alle nochmal unterteilt und in sehr vielen kleinen Dimensionen. Das heißt, jede Dimension hat wenigstens 12 Unterstufen. Und das reicht. Ich glaube, ich brauche mich nicht darum zu kümmern. Es geht jetzt um den Zustand, den wir leben und im Jetzt zu sein. Aber ob jetzt die 5. Dimension, und die hat auch wieder so viel Unterdimensionen in der Entwicklung. Ich denke, es reicht, dass wir einfach nach vorne gehen. Aber 13 sind es wenigstens mit 12 Unterstufen jeweils. Kann es dann sein, dass wenn wir auf der 10. sind, dass wir dann sagen, ich habe gehört, wir kommen irgendwann in die 12. Dimension. Weißt du, wie das ist? Und wir sind ganz aufgeregt. Kann das sein, so wie dieser Prozess jetzt? Ich glaube, dann interessiert uns das nicht mehr, weil wir dann wirklich im Sein-Zustand sind, im Ich Bin. Das ist sonst wie mit dem Tausendfüßler. Wenn der anfängt, darüber nachzudenken, in welcher Dimension, dann läuft es nicht. Und wisst ihr, das Schöne ist, es sind ja viele Leute, man sagt so einfach Lichtarbeiter, ja? Aber was sind es denn eigentlich? Es sind eigentlich Wesen, die im Licht gelebt haben, die nicht die menschliche Evolution mitmachen, sondern die bereits im Licht leben und die hier runtergekommen sind, um zu helfen, damit die Menschen bei diesem Übergang, der universal ist, nicht so viel zu leiden haben. Es wird also abgemildert, das Leiden, es wird abgemildert, die Schwierigkeit der Erkenntnisse und so weiter. Und diese Leute, die kommen aus den verschiedenen Dimensionen und sind hier. Und als sie gesagt hatte gerade, ja, das interessiert uns dann nicht, das stimmt, weil wenn man hier sind, sind wir alle Kalaschen. Und dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir die Miete zusammenkriegen und dass die Stimmbänder funktionieren und Ähnliches. Von daher ist es wichtig, das, was wir jetzt machen, das, was wir jetzt sind hier und das, was wir jetzt hier machen können, das kreiert das, was morgen existieren wird. Wenn du mit dir in die Bindung, wenn du mit dir in Verbindung kommst, dann erschaffst du dich, und dadurch, dass du dann mit dir in dieser Verbindung bist, bist du auch fähig und bereit, weiterzugehen und weiter zu erschaffen. Und alle, die mit dir im Zusammenhang stehen, werden durch dich und durch deine Zellen darüber belehrt. Und ob das Ding jetzt 5. Dimension heißt, ob das geistige Freiheit heißt oder was weiß ich immer, das ist eigentlich völlig wurscht. Das ist nur eine Kategorisierung für unser linkes Hirn, um das verständlich zu machen. Tatsache ist, wenn du dich mit dir in die Liebe begibst, dann wirst du aufgrund dieser Tatsache etwas tun wollen. Und das ist der schöpferische Prozess, wie er ab der 5. Dimension passiert. Ob du dann gleich rüber switcht in die 9. oder in die 13., da warte mal ab. Und ich wollte mir gerade einen 3D-Plasma-Fernseher kaufen. Völlig verhalten. Also das, was wir denken, das manifestiert sich ja auch immer schneller. Was ist mit den Menschen, die jetzt sehr in der Angst sind? Spaltet sich das dann hier? Also, dass sich dann mehr Negatives manifestiert und mehr Positives? Oder wie sieht es aus? Wer weiß es, Detlef weiß es. Die Leute, die in der Angst sind, die bekommen durch euch ein Beispiel dafür, wie man auch ohne Angst leben kann. Die Leute, die aber darauf beharren, dass sie die Erfahrung in der 3. Dimension machen wollen, weitermachen müssen, diejenigen, die, sagen wir mal, in Negativität gebunden sind oder die nicht alles das loslassen können zurzeit, was sie loslassen möchten oder was die nicht in ihre Natur, in ihre wirklich geistige Natur einkehren können, die brauchen natürlich
noch ein Spielfeld, in dem sie sich erproben können. Die werden entweder mit uns auf diesem Planeten leben und die fünfte Dimension legt sich wie ein Hologramm darum und ist gebildet aus all diesen guten Energien, die ihr zum Beispiel hier heute auch bereitstellt. Die besten Ideen, die besten Äußerungen der Liebe, die besten Genialitäten, die besten Verbindungen, die, und wenn ich sage beste, dann meine ich nicht Leistung, sondern ich meine die Wahrheit, ja, die einfache, schlichte Wahrheit, das meine ich damit. Ne? Und aus diesem Geflecht webt sich das Hologramm rund um die Erde. Und du kannst es dir so vorstellen, als wenn du langsam mit dem Paternoster, heißt das bei uns, wie heißt es bei euch, gibt es sowas, ja? Ja, als wenn du da langsam hochgehst und so weiter, du bist immer noch im gleichen Gebäude, aber bist jetzt auf einem neuen Stockwerk. Und die anderen können gucken, hey, tatsächlich, die ist da oben, auf dem neuen Stockwerk, sollen wir mal gucken gehen, wie geht's denn da oben? Hey, super, komm rauf! So kannst du es dir vorstellen, dass diese Interaktion geschieht. Wenn dieser Planet aufgelöst werden sollte, was ich nicht glaube, weil er viel zu schön ist, viel zu schön, also ich werde mich dafür einsetzen, dass er bleibt, wenn das passiert, es gibt einen anderen Planeten, der ist entwickelt worden für die Nachzügler, denn ihr gehört zu denen, die höchstwahrscheinlich mit in die erste Welle rübergehen, in die fünfte Dimension, sage ich jetzt mal. Aber stehen genügend auf der Brücke da, die jetzt warten und denjenigen die Hand geben, die das auch wollen. Ne? Und es kann gut sein, dass ihr alle solche Leute seid, die für sich diese Erfahrung machen und dann denjenigen, die auch diese Erfahrung machen können, in der zweiten Welle helfen. Warum? Weil ihr die Erfahrung gemacht habt, fürchtet euch nicht. Es ist gut. Und das werden sie sofort merken, weil eure Augen strahlen. Wenn ich hier vorne stehe und in eure Augen gucke, na, dann lohnt sich, dass ich hierher geflogen bin. Mir ist zu dieser Frage noch ein Witz eingefallen, wo jemand, weiß, ich habe vergessen, wer stirbt und kommt in den Himmel und dann fragt der Petrus, ja, darf ich mich mal umgucken? Und so, ja klar, guck dir alles an und wunderschöne Landschaften, Menschen, herrlich gekleidet, wunderbare Musik, erlesene Speise, es ist einfach der Himmel. Und dann sagt sie zu Petrus, darf ich auch mal in die Hölle gucken? Ja klar, kein Problem, da unten lang und so, ich komme mit. Ja gut, sie geht in die Hölle und wunderbare Menschen, erlesene Speisen, herrliche Musik, hä? Na gut, sie geht weiter und dann sieht sie ganz hinten so eine Mauer und dann geht sie bis zu dieser Mauer und guckt darüber. Rote Kohlen, Glut, Schreie, Roste drehen sich mit Menschen, die gefoltert werden. Und dann sagt sie, was ist das denn? Ach, das ist für die Katholiken, die wollen das so. Überlegt euch, was ihr wollt. Wer hat noch eine Frage? Eine haben wir noch. Diese Dimensionen sind ja eine bestimmte haben ja bestimmte Frequenzen. Ja. Oder kann man da in etwa sagen, dritte, vierte, fünfte, welche Frequenz das ist? Nein, das ist auch. Das können wir aus unserer Perspektive nicht sagen, also auf diesem Level. Aber es sind unterschiedliche Schwingungsfrequenzen, genauso wie wir das sehen mit dem Wasser. Und dann gibt es den Dampf und dann gibt es auch die Luftfeuchtigkeit, die man überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann, aber sie ist existent. Und das ist das, also was den Unterschied macht. Und das sind alles verschiedene Schwingungsfrequenzen, die bestimmt messbar sind, aber nicht mit unseren Geräten. Ich habe dazu das Bild des Wassertopfes, der erhitzt wird. Das, was uns erhitzt, ist diese Kraft, die jetzt aus dem Kosmos und von der Sonne kommt und uns diese Energie zuführt. Und diese Erhitzung wird dazu führen, dass der gesamte Topf letztlich in diese neue Schwingungsfrequenz aufsteigt. Aber vorher, jeder von uns hat ja schon mal Wasser gekocht, kommt diese chaotische Brodelphase, wo die Energie schon sehr hoch ist und wo die ersten Wassertröpfchen schon schwupps in die Dampfphase und dann noch höher, wie auch immer, sich weiter bewegen und die anderen sammeln noch Energie und dieses Chaos, was wir im Moment erleben, das ist diese Brodelphase des kochenden Wassers und da hat schon der Physiker Prigogine vor was weiß ich wie vielen Jahren Nobelpreis dafür gekriegt, dass er gezeigt hat, physikalisch
physikalisch, mathematisch, dass immer, wenn ein komplexes System in eine neue Ordnungsstufe übergeht, vorher notwendigerweise, das kann man irgendwie rechnen, eine Phase des Chaos kommt und dann kommt dieser Schwupps. Und das hausfrauenphysikalische Beispiel dafür ist der kochende Wassertopf. Und da sind wir jetzt. Und manche von uns sind manchmal schon im Wasserdampfzustand und dann fallen wir wieder zurück. Nicht immer, aber immer öfter. Manche gucken schon von oben und sagen dann, hey, ist klasse hier oben, los, trau dich, lass alles los, dann kannst du auch fliegen. Und andere sind noch in der Waschmaschine und haben das Gefühl, mein Gott, was ein Chaos. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, wie macht sich das bemerkbar im persönlichen Leben? Das ist eine Bewusstseinsfrage. Und ohne jetzt in aller Breite darauf eingehen zu wollen, aber es gibt ein Bewusstsein, was sich seiner selbst nicht bewusst ist. Ja? Die nächste Phase ist die, dass es ein Bewusstsein gibt, was sich seiner selbst bewusst wird. Und wenn das passiert, wenn man sich seiner selbst bewusst wird, dann kommt man praktisch in die vierte Dimension. Weil dann, wenn dieses Bewusstsein einsetzt, dann musst du durch alle deine Gefühlsintensitäten durch. Und dann musst du durch diesen Reinigungsprozess durch, deine Gefühlsintensitäten, das ist das, was ich heute Morgen gesehen habe mit den Wölkchen, diejenigen, die da waren, diese Wolken um diese Kinder rum, ja? Das ist das, was da aufgelöst wird und was scheinbar wehtut, wenn man es loslässt. Diese Turbulenz, das ist die vierte Dimension. Und wenn das passiert, derjenige, der schon mal erlebt hat, wenn dieser Moment dann eintritt, ach, ich bin durch, ja Mensch, ach so war das. Ja, ne? diese Erkenntnis, die dann einsetzt, die kannst du theoretisch durch ein Buch bekommen, wenn es da steht. Aber es nutzt dir nichts, weil du es nicht selber befreit hast in dir. Und erst wenn du es selbst befreit hast in dir, dann ist es so, dass du dann in diese Klarheit kommst. Und wenn du in dieser Klarheit bist, dann kannst du aufgrund deiner Selbstverantwortung und des Wissens um deine eigene Klarheit, kannst du dann weitergehen. Und dann bist du bereits in diesem Teilaspekt, zumindest in der fünften Dimension oder das, was wir fünfte Dimension nennen. Ich denke, wunderbare Antworten und ich freue mich jetzt auf Jutta Belle, den Vortrag. Und ich denke, nochmal danke für euch alle.